Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die schauen das an. Wow! Nimmt ihr schon auf? Mann, wir warten so lange auf dich. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Na, alles gut bei dir? Voll. Du auch! Wir wollten ja eigentlich abseits aller. Ja, ja, wie lange ist das schon her? Aller Promoströme wollten wir mit dir mal eine Sendung machen. Und ich habe dich. Wie oft habe ich dich angerufen? Weiß nicht, zweimal. Wir sind uns immer begegnet. Öfter habe ich mich auch nicht getraut, weil irgendwann mal denken, klicken mich die Leute ja weg und dann so, oh Gott, schon wieder dieser Steiger. Hey, es schwand aus. Ja. Präsentiert von rap.de. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Herzlich willkommen bei Boom FM zur wundersamen Rap-Woche. Habe ich mir extra aufgeschrieben, wirklich. In der Anmoderation habe ich geschrieben. Herzlich willkommen. Erwähnen. Ach so, ich dachte, erwähnen. Boom FM, Flux FM und Spotify und YouTube. Ja, wir sind aus der Sommerpause. Sind wir eigentlich auch bei Amazon? Bei Amazon Direct Prime Level? Ich glaube nicht. Next Level Shit. Ey, ich bin so froh, dass wir es zu Spotify geschafft haben. Ich habe danach einfach aufgehört, irgendwen zu nerven. Korrekt. Irgendeine tolle Frage wollte ich dir stellen. Achso, hast du die letzte Sendung eigentlich Probe gehört? Hast du die Kontroll gehört? Hörst du die Sendung Die ersten paar Minuten schon, ja. Und wie war meine Stimme? Also in diesem tiefen Stuhl? War die Klang wirklich gepresst? Sehr gechillt, aber hat überhaupt nicht gestört. War super, super angenehm. Ich bedauere es ein bisschen, dass dieser tiefe Stuhl jetzt diese Woche nicht mehr hier steht. Es war sehr angenehm. Jetzt kriegst du so aufgekratzt, so verbissen, so irgendwie so zu ärgerlich. So nach vorne, einfach zu sehr nach vorne. Ja. Vielleicht muss man das Gegenteil von Kevin Kühnert. Ich verstehe auch deswegen, dass du nie so, so Upper-Drogen angefasst hast. Oder du bist ja schon so High-Energy, brauchst eigentlich was dich so ein ganz bisschen... Schon früher, immer wieder haben mir Leute gesagt, hey, am besten klingt deine Stimme, wenn du total übermüdet bist. Wenn du einfach müde bist, ja. Perfekt. Klingt aber, glaube ich, alle. Ich glaube, man mag generell dieses aufgedrehte Radio, hey, na Leute, Ding, das mag man einfach nicht, oder? Was mich ja wundert, weil wenn man das in anderen Ländern hört, so mit anderen Stimmen, auf Amerikanisch funktioniert das irgendwie super gut, dann denkt man, ey, solche Moderatoren, irgendwie die so natürlich wirklich nach vorne gehen und die so diesen Druck in der Stimme haben und die einfach angenehm einen durch den Tag peitschen und nicht so künstlich wie das hier bei RTL. Ich kenne auch, die Tochter von einem Sportmoderator und die hat gesagt, dass es da ein Riesenthema ist immer in dieser Branche, dass in anderen Ländern, da können die so Emotionen zeigen und die schreien so lange. Goal! Und so, das ist so deren Ding und dass deutschen Moderatoren immer gesagt wird, ja komm auch mal ein bisschen mehr Emotionen rein und so ein bisschen mehr Emotionen. Und wenn man mit diesem Hintergedanken dann manchmal so Sportkommentatoren zuhört, dann wirkt das schon wieder so gewollt und so. Und jetzt, da. Aber kennst du die eine Moderation, wo Österreich gegen Deutschland ein Tor schießt? Wahrscheinlich nur ein, in der ganzen Geschichte nur ein einziges Tor geschossen gegen Deutschland. Das stimmt nicht, aber erzähl mal. Ja, natürlich stimmt es nicht, aber ich kenne mich bei Fußball auch nicht so aus. Ich weiß es auch nicht, welches Spiel es war. 82, 84 okay. Irgendwo in Mexiko und er schreit und Hans Krankl, glaube ich, schießt dieses Tor. Wahrscheinlich stimmt auch das wiederum nicht. Und er schreit Ey, das kenne ich tatsächlich. Beides dieses Ivernarisch. Das wurde irgendwo gesampelt. Woher ist denn das? Wahrscheinlich von irgendeinem österreichischen Kollektiv. Ich glaube, irgendein Blumentopf-Fußballsong hat es mal gesampelt. Blumentopf haben doch zu den WMs immer gesagt, yo, in der Vorrunde, Jens Jeremies hat sich die gelbe Karte abgeholt. Und so, die haben doch so geile Fußball-Raps immer gehabt, wo sie jedes Spiel zusammengefasst haben. Kennst du die Wochenrückblick-Raps von Blumio noch? Voll, von Yahoo.de, King-Shit. YouTube-Gold. Aber ich... Willst du auch sowas machen? Das könnten wir doch als neue Rubrik einführen, oder? So ein Wochenrückblick gerappt. Das wäre geil, aber so ohne groß irgendwie neuen Jingle vorher und so und ohne groß irgendwie Instrumente einspielen, sondern du machst Beatbox und ich so kurz... Farid Bang, das Porno-Angebot. Jetzt hat ihm eine geschrieben, die will in 3 Jahren mit ihm starten.
Ja, so, das, ja, klar. Der Gartenzaun. Der Streitfall. Ein Streitfall unter Nachbarn. Wer akzeptiert diesen Gartenzaun? Na, Ari kaum. Ja, könnte man alles, ne? Kann man mal drüber nachdenken. Nächste Woche wissen wir mehr. Ist aber viel Arbeit, ha? Ist viel Arbeit. Glaubst denn du? Ach, für dich nicht, oder? Nein, für, aber du bist ja Lyriker. Wir bist machen ja nicht ernst. Ja also guck Rapper, mal, Blumio hat sich ja voll Mühe gegeben. Der hat ja das richtig ernst genommen, weil das auch, glaube ich, so sein Hauptprojekt war zu der Zeit. Der hat ja all so weltpolitische Nachrichten und dann immer probiert, noch am Ende zu sagen, Mann, wir als Menschheit müssten einfach mal enger zusammenrücken und einfach mal uns in die Arme nehmen. Nach dem Gartenzaunstreit würde ich das auch sagen. Das ist bei uns ja scheißegal, weil bei uns geht es ja um Nichtigkeiten. Ich kann sehr gut Beatbox. Ey, zu zweit auch geil. Böse Katze. Wenn jetzt noch wer anders, ne? Ja. Ach, gibt's immer so Merksätze? Bist du bekifft, ist auf jeden Fall einer, ja. Böse Katze. Und Katze das muss man also. Böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze. Das ist der Haus-Remix. Lass es doch nicht machen. Ich habe übrigens, wir wurden diese Woche verlinkt auf Twitter. Das hat mich sehr, sehr froh gemacht. Da hat jemand, ich weiß nicht, wer, eine YouTuberin oder so gefragt, hey, gibt's nicht so einen Podcast, wo Leute einfach nur dumm rumlabern und man sich nach einer Stunde denkt, oh, das hätte man alles in einem Satz sagen können. Ich habe Bock auf sowas. Da hat uns jemand verlinkt und dann gesagt, ja, die machen das ganz gut. Also die machen das auf eine Art unterhaltsam. Ja, das hat er nicht geschrieben, aber ich glaube, er meinte das damit. Okay. Naja, die Demagogen vom Fach. Das ist auch aber schön. Das, damit kann ich mich zufrieden geben. Viel passiert diese Woche, aber wollen wir darauf schon eingehen oder wollen wir einfach erstmal Musik spielen? So ganz, ganz locker. Ich würde sagen, machen wir heute mal was ganz anders als in den anderen Sendungen und spielen einfach jetzt schon ein bisschen Musik nach 7 Minuten statt nach 15. Crazy. Aber so ist das, wenn man heute noch hochkarätige Gäste vor der Tür hat, dann muss man sich ein bisschen ranhalten, weil da muss ja auch noch ein bisschen Talkzeit übrig bleiben, ne? Ja. So, bleibt gespannt, ihr wisst es noch nicht, wenn ihr das Thumbnail nicht gesehen habt, wenn ihr jetzt im Radio seid, oh Leute, heute wird noch die Bombe platzen. Wir sind auf BoomFM und FluxFM und wir hören jetzt Babushka Boy von A$AP Rocky, hast du irgendwas davon gesehen? Ich habe es auf jeden Fall gesehen, dass es vorgeschlagen wurde, ich glaube bei hiphop.de hat es verlinkt. Ich fand das Bild auch schon so interessant, bin dann aber wieder abgeschweift. Kopftuch. Bin dann leider aber wieder abgeschweift und habe mir den Song dann doch nicht angehört. Um was geht's? Es wird dir gefallen. Also das Video ist vor allem interessant. Ich habe es eigentlich wegen dem Video mitgebracht, weil Radio das richtige Medium für, um geile Videos mitzubringen. Wird einfach ein Banküberfall inszeniert, aber in so einem 30er-Jahre Marvel, nicht mehr 30er-Jahre, so 50er-Jahre Marvel-Style. Die haben schon alle so echte ganz Menschen, also nicht. Ja, aber die haben so Knetmasken und so, okay. Das ist so ganz überzeichnet alles. Und die Polizisten, die sie verfolgen, haben alle so Schweinegesichter, auch aus Modelliermasse und sowas. Das sieht einfach super schön aus und ich glaube, du würdest das Video mögen. Du kannst dich damit gut identifizieren. Und am Ende wird sogar. Wo ich nie sagen würde, dass Polizisten Schweine nein, sind. Nein, die haben die richtigen Skills, die sind nur auf der falschen Seite, ich weiß. Mhm. Wir brauchen Leute, die mit Waffen umgehen können. Steiger, wirklich. Mit Heugabeln wird das nichts mehr, 2019. Was ich sagen wollte, ist, dass am Ende sogar diese Gangster und die Polizisten sich gegenüberstehen und die alle Schweine abschießen. Und dann sieht man eine Szene, wie so zwei Babuschki. Schweine durch einen Fleischwolf drehen und da steht so Mom's Best oder so auf der Verpackung drauf und dann sieht man wiederum einen dicken Officer, wie er in so einen Burger beißt und dann ist vorbei. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Themen der Woche. Aber diese Geschichte, die du da gerade am Schluss angerissen hast, dass man die Mordopfer dann durch den Fleischwolf dreht, das erinnert mich an eine tolle Geschichte, wie eine Frau ihren Mann umbringt und dann im Ofen brät und dann den Officer dazu, also der den ermittelnden Polizisten dazu einlädt, doch auch ein Stück von der Lammkeule zu probieren. Oh Gott. Krank. Ja, das selber vernichtet, das Beweismaterial. Große Literatur. Verrückt. Woher ist das?
Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Ach, mein Namensgedächtnis. Ja, ist ja entspannend. Ja, irgendwie so Kurzgeschichten, so englische Kurzgeschichten. Weißt du, so einer von diesen. Ich such's gleich raus. Ganz düsterer. Ne, die englische Literatur ist ganz düster, oder? Und ganz morbide. Ist das so? Ja, schottisch. Dann, da regnet es auch viel. Also schottisch-irisch. So, die trinken dann viel. Und dann schleichen die nachts betrunken durch so regennasse Gassen. Kommen auf ganz fixe Ideen. Zum Beispiel Menschen umbringen und braten. Dann steigt dieser Nebel auf, weißt du? Ja. Bushido ist zurück. Hey! Inwiefern? Bushido hat angekündigt, CCN 4. Ab jetzt vorbestellbar. Kommt 4 Tage vor Weihnachten. Jetzt geht's so ab. Ist doch ein Witz. Habt ihr? Nein, Retalk. Nein. Doch. Das hast du nicht gesehen. Ist das geil, Alter. Dein Wo Gesicht hat man denn gerade. Das gesehen? Oh Mann, der hat es auf Instagram gepostet. Der hat auf Instagram das Cover gepostet, so vier Koks-Lines. Warum war das bei Rap Update nicht? Was? Wann hast du denn reingeguckt? Heute? Bushido ist zurück. Rapper reagieren. Nur nicht auf Rapper reagieren gucken, darum geht es im Zitat. Okay, das ist heute, oder was? Also das ist heute passiert. Ja, heute Wirklich, Morgen. Zwischen 10 und 12 Uhr kam das raus. Voll. Lange war es ruhig. Ab sofort könnt ihr CCN 4 vorbestellen. Seid ihr auch der Meinung, dass es reicht mit Lalala und Lelele? Schreibt's in die Kommentare. Das ist doch wirklich ein Witz. Das kann der doch jetzt nicht bringen. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, irgendwie so, hey, ich begebe mich jetzt ins Zeugenschutzprogramm und chill hier jetzt nur noch mit SEK-Beamten und dann machst du CCN 4? Worüber redet der dann? Ich weiß nicht, aber ich frage mich auch, wer das schreibt. Hängt er noch mit irgendwem? Mit Massiv so. Vielleicht schreibt Massiv. Ja, wer ist denn der Partner? Bei CCN sind doch immer Partner am Start. Ja, letztes vielleicht, Mal hat er selber vielleicht gemacht. Vielleicht Jalil. Jalil ist doch nicht mehr gut. Hat er nicht irgendwann mal? Er hat doch irgendwann mal Bushido und Sonny Black haben irgendeine CCN-Version gemacht. Drei, ja. Was er ja eigentlich mit Hafti machen wollte und es dann aber zu viel rumposaunt wurde und dann nicht mehr. Und dann wollte es ja mit Farid und Kollega machen und das dann auch nicht mehr und so. Mhm. Und jetzt mal gucken, ich denke mit gar keinem, oder? Einfach nur überhaupt, dass Bushido wieder was rausbringt. Ich glaube, da, also. Wer sich jetzt in der Zeit oder in diesem Standing von Bushido als so Steigbügelhalter anbietet, boah, also. Aber wäre schon ein bisschen geil, wenn er dich fragen würde. Mit Mauli. Boah, wäre das witzig. Das wäre wirklich. Es wird ein bisschen piesiger. Er hat soeben sein Gesicht gezeigt. Weißt du? Ist er das? Hier, Bushido. Nein, ist irgendwie anders. Endlich, er hat soeben sein Maestro. Achso, okay. Aber er sieht aus wie Bushido, oder? Bushido ein bisschen jünger oder so? Ich dachte auf Entfernung, das ist Bushido mit so einer Zigarre am Yachthafen. Achso, aber das ist dieser Mois, oder? Ist das Mois? Auch egal. Ja, ey. Haben einen lustigen Kommentar. Ja, ey, aber auf jeden Fall. Haben einen lustigen Kommentar davon gesehen von Gemein wie 1510 hat geschrieben. Oh Mann, ich hätte mich viel, viel mehr gefreut, wenn er Epic 2 mit Jalil gemacht hätte. Einfach Partner durchswitchen, das ist doch das alte Ding. Ey, wir werden sehen, was da passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Euer Bushido Live-Ticker. Aber ich finde es wirklich gut, dass du offensichtlich ein bisschen später zu arbeiten anfängst als ich. Nee, ich hab das auch nicht auf Rap-Artik. Ich hab das heute Morgen irgendwie, ich weiß nicht, das wurde mir auf der Startseite so angezeigt. Bei Insta. Bei Instagram, ja. Und dachte ich mir erstmal, ich hab erstmal ganz lang gedacht, das ist ein Troll, da hab ich aus dem Account, hab ich, wurde der gehackt oder ist da irgendwas? Nee, jetzt kann ich ja. Auch mit dieser Ansage mit, ja, reicht es mit Lelele, nachdem er Kapital gesigned hat und jetzt weggerannt ist, ja, oh, jetzt, nee, reicht auch eh mit Lelele, reicht mir auch voll, scheiß drauf. Naja, Alter, Kollege, dann gucken wir mal, also was draus wird. Ich habe ja immer gesagt, er ist wirklich ein Genie, was das betrifft und ich kann mir auch vorstellen, dass er natürlich irgendwie auf eine Art zurückkommt. Ich glaub's nicht, was in den Kommentaren abgeht. Wie gesagt, da Zitate raten geht's dann auch kurz drum, wer da was drunter geschrieben hat, aber es gibt wirklich Fans, die so schreiben, ja Mann, jetzt endlich wieder King Bushido ist zurück, jetzt fickt die alle und so. Natürlich machen super viel 16-Jährige auch so 31er-Witze in den Kommentaren, aber größtenteils wird er da echt bestärkt drin. Ey, ich kann ja immer sagen, also die Arbeit bei rap.de damals zum Beispiel bestand eigentlich immer nur aufs Warten aufs nächste Bushido-Interview.
Ja, dazwischen war nur anderthalb Jahre Ödnis. Mhm. Und so einsammeln, was so an Fallobst auch noch rumliegt. Und dann, endlich wieder ein Bushido. Oh, endlich bringt er wieder was raus. Endlich hat er wieder gegen irgendeinen SPD-Politiker gepöbelt. Das können wir ihn interviewen. Mhm. Ja, du, ansonsten habe ich Rap-News-mäßig tatsächlich wirklich gar nichts. Ich habe eigentlich nur mehr aufgeschrieben, Amazon brennt. Also das falsche Amazon brennt. Ach das, ja. Und übrigens, da hat mich meine Tochter draufgebracht, da gibt es noch viel mehr Brände, zum Beispiel in Angola, da brennen größere Waldflächen als im Amazonas in Brasilien. Und jetzt geht's los. Warum? Auch wegen... wegen Brandrodung wahrscheinlich, aber darüber wird nicht berichtet. Und Kevin Kühnert verzichtet auf die Kandidatur zum SPD-Vorsitz. Jan Böhmermann hat... Hast du gesehen, dass Jan Böhmermann mit dem Bild stattdessen, ja. Das habe ich gesehen. Fand ich witzig. Und ich halte es gar nicht für unrealistisch, dass da irgendwer drauf eingeht. Auf dieses Angebot. Willst du da noch in die SPD eintreten? Und dann? Scheiß, würde ich irgendwo eintreten. Macht doch euren Scheiß alleine, Alter. Mhm. Ja, hey, aber ich bin platt wirklich von der Meldung, die du ausgegraben hast. Krass, ne? Hättest nicht gedacht. Du sagst, es geht nur um Kevin Kühnert und den Amazonas-Gleich. Genau. Aber wie krank ist es, dass Amazonas ja auch eigentlich als so ein Thema abgetan wird, da wird in den Medien nicht viel drüber geredet und bei Notre Dame waren alle, das zumindest vor einer Woche. Nein, aber sie haben Spendengelder beschlossen. In Höhe von 20 Millionen Euro. Die G7-Staaten haben gesagt, ja, wir legen zusammen und spenden 20 Millionen. 20 Millionen ist ja in der heutigen Zeit gar nichts. Also Notre Dame ist eine Milliarde, oder? Kriegst du einen Zweitligaspieler für, so aus für 20 England. Millionen? Ja. So ungefähr. Ungefähr, ja. Und irgendwie Netflix kauft Friends für eine Milliarde. Die Rechte von Friends für ein weiteres Jahr. Für eine Milliarde? Ja. Und das wurde dann immer in der Twitter-Timeline so dagegen gestellt. Ja, ja. Den Thread habe ich auch gesehen, wo so lauter Sachen, die über 20 Millionen kosten und wie die im Vergleich. Und dann spendet die G7. Ja, haben ganz klar die falschen Leute gefragt. Also hätten sie Netflix gefragt, die hätten bestimmt mehr gegeben. Wenn die für ein Jahr Friends 100 eine Milliarde locker machen, wenn ihr wohl, oder? Ja, dann hätten die alleine schon mal 20 Millionen. Können die ja auch alles filmen, kann man ja eine Doku draus machen. Saving Amazonas. Oder ja. So. Saving the Amazon. Zum Beispiel. Jeff Bezos hat übrigens neulich so ein Manifest unterschrieben, dass man sich loslösen müsste vom Kapitalismus. Aber bei gleichzeitiger, die Shareholder Values dürfen nicht mehr die oberste Priorität sein, sondern man müsste so eine Art Gemeinwohl. Aber unter absoluter Vorherrschaft der Marktwirtschaft. Wie funktioniert das? I don't know. Okay. Weil wahrscheinlich, guck mal, der große Traum der Postkapitalisten ist wahrscheinlich, dass man alles bewertet. Ja? Also im Endeffekt macht das ja China mit diesem Social Ranking. Die bewerten ja dann auch Wohlverhalten, Solidarität, echt, gibt's das Nettigkeit. Schon? Ja. Ich dachte, das war so eine Black Mirror-Folge. Nein, die fangen doch an, in einer Stadt haben sie doch so Gesichtserkennungsprogramme und die sind gekoppelt an dein Social Ranking. Wirklich? Ja, und du kriegst dann Fernreisen zum Beispiel billiger oder überhaupt nicht, wenn du nicht nett zu deinen Eltern bist. Hä, was? Oh Gott. Ja. Ich habe nur gesehen, wie Leute in China so ein Mast weggeflext haben. Ja gut, das war in Hongkong. Oder in Hongkong, ja, in Hongkong, ja, aber diese Gesichtserkennung wird dort eingesetzt. Es gibt so eine Schule, die... dafür wird es benutzt? Ich dachte, das ist so, um irgendwie, keine Ahnung, Straftäter zu identifizieren, ja, auch, oder was? Auch natürlich. Ja, aber auch, aber kann ja auch Sterne verteilen. Zu sehen, schmeißt er die Kippenschale weg, die Kippe weg, einen Stern weniger, so ein bisschen weniger. Nee, es gibt doch diese eine Schule, da gibt es auch einen Radiobericht darüber, den kann man finden bei Deutschlandfunk in der Mediathek. Und zwar eine Prototypschule, die machen Gesichtserkennung im Unterricht. Ich kann nicht wissen, dass das echt ist. Im Unterricht. Und die können erkennen, wenn du unkonzentriert bist.
Ah, also wenn dein Blick abschweift oder so. Und dann kriegen deine Eltern einen Report nach Hause geschickt. Nein. Irgendwie so, ihr Sohn am Ende der Woche. Oh, doch, und dann, du kannst halt mit deiner Gesichtserkennung auch dein Essen bestellen und auch dann kriegst du am Ende der Woche so einen Report. Ja, du hast in dieser Woche so und so viel Nährstoffe zu dir genommen, so und so viel Fett. Ernähren Sie sich bitte in Zukunft etwas gesünder und so weiter und so fort. Schon ganz krass. Oh mein Steiger, irgendwann werden wir so sagen, ja, wir waren die letzte Generation, die noch Scheiße essen durfte und noch, ich verstehe schon auch, manchmal verstehe ich diese Leute, die so mit Absicht was falsch machen wollen. Aber das habe ich dir erzählt, oder? Dieser Gedanke, wenn dich Schaufensterscheiben irgendwann mal ansprechen können? Nein! Oh, wer crasht denn hier rein? Wow. Na, ab mit dir, los, trau dich. Mann, wir warten so lange auf dich. Lange nicht gesehen. Na, alles gut bei dir? Schön, voll. Grüß dich aus. Du auch! Wir wollten ja eigentlich wollten wir abseits aller. Ja, wie lange ist das schon her? Aller Promoströme wollten wir mit dir mal eine Sendung machen. Und ich habe dich, wie oft habe ich dich angerufen? Weiß nicht, zweimal. Wir sind uns immer begegnet. Öfter habe ich mich auch nicht getraut, weil irgendwann mal denken, klicken mich die Leute ja weg und dann so, oh Gott, schon wieder dieser Steiger schon wieder. Hey, es Tretti, stand aus. Tretti, du aus. Hier. Ja. Präsentiert von rap.de. Yo. Jetzt versteht gar keiner mehr, was war jetzt ein Teaser in der Show? Das war der Teaser in der Show. Aber wir müssen ein bisschen effektiver arbeiten. Du hast ja voll gefüllten Zeitplan wahrscheinlich. Hast du? Ja, hab ich. Ja, gerade stringent am Interview geben. Durch Berlin cruisen. Wir haben so eine Basis, das Nest an der Görlitzer Straße. Am Girlie, das ist ganz nice, so da chill ich immer, ess was zwischendrin und dann geht's wieder los zum Radio, Flux FM. Ist das deine erste richtig große Promotour? Ja. Oder? Ja, das letzte Album kam ja so ein bisschen undercover, wurde dann ein Riesenerfolg und jetzt wirst du auch getreated. Jetzt wie ein Star, ja? Ja, genau, ja. Ey, aber es ist cool. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an, so Leute haben halt Bock, so aufs Album, ne? Ist doch geil, so was gibt's Schöneres, ne? Ist eingeladen. Ja, ist gut. Ja, klar. Drinks. Weil ich kann mich nur erinnern, wie du damals bei rap.de, wie wir damals bei rap.de. Ja, jetzt waren wieder alle von Anfang an dabei. Ja. Damals. Aber du warst gut. Also jetzt wird dir kein Honig ums Maul schmieren irgendwie, aber die Fragen, ich erinnere mich noch, waren gut. So, das waren Fragen, die bis dahin noch keiner gestellt hat, so für unseren damaligen, also für die Nische Dancehall, Reggae auf Deutsch. Ich glaube, Anne Kummerlöwe hatte ich angeschleppt, kann das sein? Gut möglich, ja. Ja, und die hat gesagt, mach mal ein Interview mit Ronny. Oi, Shoutout. Ronny Trettmann hieß du damals genau. Noch. Ja. Genau, heute nur noch Tretti. 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 Man kann es einfach so schön sagen. Du hast ja auf dem Intro zum Beispiel auch, oder du hast ja schon 3 Singles rausgebracht, wenn dieses Interview erscheinen wird. Du hast auf dem Intro gesagt, du warst der David, der den Goliath bezwingen sollte und alle waren auf deiner Seite, weil du warst ja der Underdog. Hast du jetzt das Gefühl, das hat sich ein bisschen geändert? Hast du das Gefühl, du bist ein Goliath geworden? Und dass Leute ein bisschen kritischer gucken? Weil das ist ja auch so ein altes Szenephänomen, dass alle so, oh, das, nee, Kamerun gegen Brasilien, ja, ich feier Kamerun total, das ist total geil. Und dann haben die gewonnen und dann bin ich so, ja, die sollen wir jetzt nicht so hochfliegen. So. Habe ich eh nie gefeiert, voll die Penner. Ja, ey, vom Underdog, ne, zum was auch immer, so muss man auch mal schauen, wie das Album ankommt. So, ne, man weiß es ja nicht so letztendlich, aber ja, die Leute haben Bock und schauen alle irgendwie, ich bin ready, so alles gut. Du hast nicht das Gefühl, dass irgendwie der Druck gestiegen ist oder du hast dich da nicht von beeindrucken lassen bisher? Ja, weil Druck ist nicht gut, so glaube, fürs Schreiben. Weißt du, wie ich meine? Voll, die ganze voll nicht. Zeit irgendwie, das muss tighter sein als das und so. Nee, irgendwie. Voll nicht. Es ist ja nur dieses, es hat sich ja, brauche ich ja nicht zu erzählen, du machst ja seit 100 Jahren Musik. Und es hat sich in den letzten Jahren krass gewandelt mit diesem Streaming-Ding und oh, man muss irgendwie alle 2 Wochen was rausbringen. Und es ist so, hey, der macht doch Musik? Ah, krass, wusste ich gar nicht. Und so. Aber ihr habt euch ja für das Album voll viel Zeit gelassen. War das auch bewusst oder hattest du so einen Moment, wo du gesagt hast, ey, Moment mal, jetzt langsam, wir lassen so viel Zeit, wie wir brauchen. Das fühlt sich gerade irgendwie nicht gut an. Oder war das von Anfang an klar, dass ihr euch nee, nicht irgendwie machen lassen? Nee, war es nicht. So, wir haben, weil so nach 1, 2, 3, 4 Monaten haben wir gemerkt, dass DIY so ein Grower ist. Mhm. So, das wussten wir vorher auch nicht irgendwie. Und damit war irgendwie klar, ja, wir können uns Zeit lassen, so, weil es wächst immer noch. Mir geht es selbst noch so, dass ich meine eigenen Songs, immer noch gern singe. So, die haben immer noch eine Bewandtnis, sind auf irgendeine Art
und Weise auch irgendwie zeitlos. So, keine Ahnung, wie das passiert ist. Es ist halt passiert und deswegen gab es keinen Druck, jetzt schnell irgendwie nachlegen zu müssen, erstmal grundsätzlich. Ich habe dann nach der Veröffentlichung so 2-3 Monate, wir hatten uns eigentlich ein halbes Jahr Pause gegönnt, so wo wir nichts machen wollten irgendwie, mit Fissel telefoniert. Und er fing an, was machen wir jetzt so? Irgendwie ist langweilig. Und dann haben wir gesagt, ja, da lass du Album machen, so irgendwie. Genau. Wir hatten ja jetzt nie Gelegenheit, über DIY zu sprechen, aber wie entstand denn DIY eigentlich? Also wie es ist ja wirklich, wie du sagst, das ist ein Klassiker eigentlich im Endeffekt. Hey. wie entstand es? Letztendlich haben wir ja vorher diese 3 Kitschkrieg-EPs gemacht, wo wir uns auch kennengelernt haben, damals im Lido zu der Zeit, Skyline. Ja, und genau, also über diese 3 EPs hinweg, dann noch diese Bonus-EP zu Palm aus Plastik und dann gab es noch diese EP mit Megalo zusammen, Urban Mango. Mhm. Ja, und da hat es sich irgendwie schon so manifestiert irgendwie, okay, es funktioniert mit uns, also Kitschkrieg und ich. Es klappt und es ist auch, es entwickelt sich immer weiter, wir haben immer neue Ideen, es geht irgendwie, die Ideen gehen uns nicht aus und so und ja, was macht das so, ne? Man will halt mal ein Album machen irgendwie und ja, das war irgendwie so die Basis für all das. Du hast auch damals gesagt, du hast nochmal eine Ehrenrunde gedreht, so hat sich das für dich eigentlich schon abgeschlossen gefühlt, angefühlt, deine Musiklaufbahn? Damals? Ja. Nö. Nee, vor den EPs, meine ich. Vor den EPs, ja, gab es so einen Moment, wo halt nichts mehr funktioniert hat. Ich war so mit meinem Sound nicht mehr happy. Ich war auch mit dem Sound aus Übersee, aus Jamaika, nicht mehr glücklich irgendwie. Das hatte sich thematisch und musikalisch für mich erschöpft. Ja, irgendwie. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie 25 Jahre den Sound gepumpt. So. Ja, und dann kamen halt Leute wie Travis Scott und so Playboy Carti und der ganze Kram und das hat mich motiviert. So, ich fand das geil, Melodien im Rap und dann dazu diese Twitter-Blase mit Juicy G und euren Leuten und so weiter und so. Das war irgendwie, habe ich es auf einmal wieder angefangen zu fühlen, Hip-Hop. So, ne? Ich meine, ich war Breakdancer, ne? Und so, komme eigentlich aus der Ecke irgendwie. Aber, ja. Du musst ein bisschen reinsprechen in das Mikrofon. Okay, sorry, ne? Ja. Und wie ist du hast ja auch, ich weiß nicht, in welchem... Nein, war gerade noch im Fluss. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Was war die Frage nochmal? Travis Scott und du hast neue Sachen entdeckt, neue Twitter-Blasen. Ja, und vor allem hast du dann ja auch Kitschkrieg entdeckt. So, ihr habt euch ja auch gefunden sozusagen. Das war ja wahrscheinlich für dich wie so eine Reanimation. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Wobei ich Fissel schon sehr, sehr lange kenne. Der hat von meinem ersten Song, damals war der erste Wessi, der auf mich aufmerksam geworden ist, Soul Force. Und damals einen Remix von meinem ersten Song gemacht hat. So, das war ganz geil. Und seitdem kennen wir uns, hatten auch so Mixtapes miteinander gemacht, dies und das. Aber es kam dann eben halt zu der Situation, dass Fissel nach Berlin gezogen ist, Ahudat, unsere Videofrau, und Fitschi Chris auch. Und die quasi hier ihr Headquarter aufgeschlagen haben. Und ich war immer surround. Und ja, da ging's los nochmal, ja. Aber wie ist das denn eigentlich, also wie schwer ist das, so ein Image oder auch einen neuen Zugang zu finden, wenn man schon so lange dabei ist, dann entdeckt irgendwie so, okay, jetzt kommen jede Menge junger Leute, die machen alles anders und dann irgendwie für sich selber, weißt du, sagt, ich mache das jetzt auch, ohne dass es jetzt so bemüht klingt. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja, diesen Widerspruch. Man könnte ja auch sagen, ja, okay, also ich bin eigentlich zu alt. Ich feiere das, was die jungen Leute macht, aber ich selber bin zu alt dafür. Mhm. Ich kann dann nicht mehr mithalten. Das wäre weird, wenn ich da jetzt ich neu... Ich habe es halt nicht so wahrgenommen. So, ne? Das heißt, ich habe die Musik unabhängig von jungen Leuten gefeiert, aber habe dann eben halt durch Konzerte beispielsweise und durch Twitter eben halt festgestellt, wie groß das Movement hier ist. Aber wie stellt man fest, ey, das könnte ich auch machen? Ich habe es schon gemacht. Verstehst du? Mhm. Ich hatte schon angefangen, wieder Hip-Hop-Beats zu reiten und gesungen. Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich auf Reggae singe, singe ich nicht verschieden zu dem, was ich auf Hip-Hop-Beats mache irgendwie. Es ist Artverband, so es ist R&B oder nenn es, wie du willst. Insofern hat sich eigentlich nur das Instrumental ausgetauscht. So. Mm. Wie siehst du diesen, also muss ja für dich auch eine witzige
Entwicklung sein, dass du ja, du hast gesagt, so deine, einer deiner ersten Reisen war nach Jamaika, als du wieder reisen durftest damals. Ja. So, und du hast ja diese Dancehall-Kultur auch gefressen. Wie ist das für dich, wenn du jetzt so siehst, okay, das kommt jetzt 20 Jahre, nachdem ich das die ganze Zeit so lebe und probiere, hier irgendwelche Soundsystem-Sachen zu organisieren und so weiter. Ja. Dass es jetzt so in der Gesellschaft ankommt, dass alle quasi raufspringen und du denkst, Moment mal, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Ja, ich finde es geil, so, weil im Endeffekt sorgt es dafür, dass ich nicht mehr vom Dancefloor schleichen muss, wenn irgendwie ein deutscher Song läuft, so, ne? Weil die Beats sind halt gut tanzbar und es gibt auch gute Sachen, so, ne? Auf jeden Fall, natürlich ist es Brei inzwischen, weil es einfach zu viel gibt und es funktioniert so gut, als dass man ja, nicht, scheinbar, ne? Dass man sich auch mal machten kann. Ja, aber ich finde es geil und ich finde es auch geil, dass Raff und Bones das da hingeritten haben, so irgendwie, weil ich war vorher, für mich hat es damit eigentlich erst begonnen, so, weißt du, es gab vorher niemanden, außer vielleicht so ein, zwei Leute in der Schweiz oder Sloan Star zum Beispiel, ging da nichts so im deutschsprachigen Raum. Und wie das ist für mich, ich finde es geil. Ey, jetzt haben wir schon 25 Minuten geredet, wollen wir mal einen Song spielen? Spielen wir das Intro, oder? Da, wo du vom David zum Goliath wurdest. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Und los. Jetzt darfst du. Jetzt wird aufgenommen. Richtig lustig, weil du das vorhin fragtest, ja, wie ist das, die jungen Leute und so, und ich will da mitmachen und so. Es gab mal einen Comment, und zwar, und was war mit Brown Eyes White Boy, der Remix, yeah. Messer raus. Da hat einer drunter geschrieben, Trettmann, du 175-jährige Schildkröte, du tust auch alles, um im Game zu bleiben. Und das Lustige ist, seitdem heiße ich so, in der Kitschkrieg bin ich Kröte. Ganz klar, das ist mein Punk-Name. Das ist hart. Nein, das fand ich gut. Ja, das aber ist so, ey, das ist, das, ich wäre so, das ist so. Ja, aber ich meine, wie muss man denn, also klar, dass dieses locker nehmen, ja, ist gut, geil. Aber wenn ein jemand als 175-jährige so Schildkröte, dann das meint das geil. Auch ein bisschen, nee, nett. Aber wie muss man denn drauf sein, dass man sich denkt, oh, der featuret jetzt so einen 16-Jährigen, der irgendwie der gerade, war 14, oder 14, der so 1000 Follower auf Soundcloud hat, oh, der will jetzt die Welle reiten, Alter, ja, ja. Der Wichser. Naja, okay. Sag mal, du warst damals bei Rap.de, bei uns, ja, zum Interview. Du hast Interview. Vorher aufs Maul bekommen von irgendjemandem. Ah, das war kurz vor Blockmonster, kurz nach Blockmonster, nach diesem Blockmonster-Inzident. Ja, echt. Danach. Ah, okay, dann ist es ja schon ungefähr 9 oder 10 Jahre her. Bestimmt. Gut. Und damals kamst du, damals hast du dich Ronny Trettmann genannt und es gab Sachen von dir mit sächsischem Akzent. Zu der Zeit nicht mehr. Das war schon vorbei. Das war 2006 bis 2008. Dass du auf Sächsisch gerappt hast. Dann war das gerade, aber mehr grade, von alleine gelassen hast. Nein. Okay, aber dann war es aber wirklich gerade so kurz hinter dir. Ich konnte es damals nicht einschätzen. Du hast das schon ernst gemeint. Oder war Ronny Trettmann auch eine Kunstfigur, über die man so auch lachen konnte? Sollte man lachen, auf jeden Fall. Aber es schwang da natürlich viel Hass mit. So, weil ich habe ja deutschen Reggae persifliert, sozusagen. Wir mit unseren rot-gelb-grünen Roben und Turbanen, mit den Fahnen vom Kulturhaus, René Jäger steht auf der Gästeliste, wir weißen Rastas. Verstehst du? Ja. Genau, und das war so irgendwie. Ich war damals Soundsystem-Betreiber. Ich war Shouter und DJ. Das war einfach so, ich musste mir das Elend halt immer reinziehen. So. Und halt so. Du fandest das Publikum dieser Veranstaltung, die du selber durchgeführt hast, so semi-optimal? Nicht das Publikum. Sondern? Ja, vielleicht die auch Akteure? Die Akteure deutscher Reggae. Wer waren denn die Akteure? Ich kenne nur City Walk Sounds. So viele Jahre. Jetzt noch. Steiger macht immer Hinter. Der macht immer nur Stress. 10 Jahre später holt er raus und jetzt der große Krieg zwischen Ronny Trettmann und Ganjaman. Big up Ganjaman. Ganz guter Mann. Auf jeden Fall. Ey, ganz. Jo, worum ging es? Ging um Rasta so, ne? Und Verschwörungskram und Hippieske
anmutende, so Bob Marley, spiel mal Bob Marley, Alter, so, weißt du, und Peter Tosh irgendwie. Das Problem an Bob Marley ist halt tatsächlich, Bob Marley ist ein wahnsinnig großer Künstler, also wirklich, ich finde mega. Voll. Publikum 6-. Ja, ist aber eben halt nur hier, weil es ist so in diesen, wir waren in den 70er Jahren, war oft so in so Tübingen, so rot-gelb-grüne Plakate, so irgendwie das steckt es immer noch fest, so zum Teil. Und ja, deswegen auch mit Raff und Bones, so, das waren halt die ersten, die irgendwie auch die Straße irgendwie repräsentiert haben im Dancehall-Reggae, so. Mhm. Nämlich dort, wo es in Jamaika auch herkam. Das war für mich das erste Mal, dass jemand authentisch war. So. Mhm. Okay, das war immer so eine künstliche Kultur, so hat man es ja auch teilweise empfunden, tatsächlich so irgendwie passte das nicht so richtig und trotzdem, du hast dich in diese Kultur verliebt, du wolltest es trotzdem hierher bringen, auch wenn du gesehen hast, okay, es funktioniert eigentlich hinten und vorne nicht. Eigentlich auch eine schizophrene Liebe. Schizophrene Liebe, ja, geht mir mit Hip-Hop manchmal genauso, aber hey. Hip-Hop ist halt viel, viel größer und inzwischen, schau mal, wo Hip-Hop jetzt ist. Ja, Hip-Hop, ne? Schau mal, wie es angefangen hat. So, ja, ne? Das war ähnlich. Deswegen. So, ne? Das war ganz schön ähnlich. Da hat er auch keine Straße. Aber witzig, habe ich noch nie so betrachtet, weil ich einfach in Dancehall auch nie so tief reingegangen bin, dass ja in Jamaika natürlich das 100% da um Gewalt und Waffen und alles geht und in Deutschland, das verstehe ich, was du mit Hippiesk meinst. Ja. Sie einfach nur, ey Leute, lass doch einfach kiffen und weite Sachen anziehen, ja, das doch, reicht doch. Happy Sex. Haggy Sex spielen. Auf die Domplatte. Perfekt. Es ist schon allein, wenn du deinen Spliff nicht weitergibst, so kriegst du halt schon Ärger hier, ne? Irgendwie. Ja. Ich kenne Leute, die nehmen den Spliff, ziehen zweimal dran und geben dann so eine leere Tüte wieder zurück. So. Dann dachte ich, wow, das ist schon ganz schön unhöflich. Ich habe das leider nur beobachtet, ich kiff ja. Ja, ja. Ihr wisst ja. Stolpersteine ist eine Single, die wir letzte Woche auch gespielt haben, weil die uns sehr gefallen hat. Die, vor allem das Storytelling, das du an den Tag bringst, dass du anfängst von einem Rave, mit dem du ein bisschen einen auf dem Heimweg wegtrinken, auf einmal, Moment mal, wo kommt dieser Stolperstein her? Und der ganze Song dann so eine super melancholische Wende macht. Ist es eine wahre Begegnung? Also hat dich dieser Abend wirklich dazu inspiriert, einen Song darüber zu schreiben? Also ich wusste vorher schon, ich will einen Song darüber schreiben, aber es brauchte diesen Moment. Ich komme aus dem Nachtcafé und setze mich noch vor dem Wecker hin, weil ich noch zu high bin. Sehe halt diese Steine da. Wir wohnen in so einem Gründerzeitviertel in Leipzig. Du hast halt alle 50, 100 Meter diese Messingsteine, die an das jüdische Leben da erinnern. Und ja, in dem Moment, weil es ist auch ganz schwer, so, weil das Thema, was für Bilder willst du irgendwie da, sind eigentlich Bilder, die du nicht bedienen kannst oder die du nicht singen kannst. So, ne? Irgendwie daran wäre es gescheitert, hätte es diesen Morgen halt nicht gegeben. Ja, und der Rest wird in dem Song erzählt. So. Also was da ja wirklich ganz faszinierend ist, dass da so kleine persönlichen Erlebnisse halt mit einer großen Geschichte in Verbindung gebracht werden. Das ist das, was Rap oder vielleicht auf Dancehall in seinen besten Momenten halt eben kann. Also mich hat diese eine Szene halt berührt, irgendwie so, es ist früher Morgen und das war wahrscheinlich früher Morgen an, also so die gleiche Tageszeit, das gleiche Licht. Ja, Alter, schau mal, ich krieg jetzt schon wieder nicht Selbstergriffenheit, aber dicker, weil es Gänsehaut, ist echt Gänsehaut. Krass und ich liebe diesen Moment, wo mir das passiert ist. So, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Songs schreibst, so, ich habe mitunter, wenn ich die Nacht durchgeraved habe, durchzecht habe, so die besten Ideen und du bist auch so minimal und kannst es so auf den Punkt bringen irgendwie. Ja, keine Ahnung, so mag das ganz sehr. Ja, krass, also schön auch diese Entscheidung zu treffen, das als Single rauszubringen, weil, weißt du, mit welcher Promotion-Agentur sitzt man zusammen und die sagt, ja genau, das mach doch mal den. Aber das ist Kitschkrieg. Shoutout an der Stelle und ich, so immer noch in Eigenregie. Stolpersteine. Jetzt kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Maulien Steiger. Mit Tretti, dem einzigen über 40-Jährigen, dem auch 15-Jährige zuhören. Das habe ich neulich wo liest gelesen. Man sowas? So fing
Der Artikel in der Juice an oder so, kann das sein? Ja, ja, stimmt, steht da. Hm? Krass, ey, hättest du damals gewusst, ne, dass dieses Brown Eyes White Boy Feature dich da hinbringt? Der 75-Jährige. Aber ich wollte ein bisschen bei diesem Thema einhaken, diese 15-Jährigen, die einem zuhören, wenn man irgendwie der coole über 40-Jährige ist. Beim Modus Mio Konzert im Huxley ist mir das so aufgefallen, dann hast du diesen Track gespielt, Du gehst nicht mehr ran. Heißt er so? Geh ran. Danke. Ich bin wirklich gut mit Namen. Also geh ran. Und irgendwie dachte ich mir, ey, danach müsste doch eigentlich alles vorbei sein. Dieser Song ist so auch berührend und so so auf eine Art persönlich und behandelt halt eben den Tod von einem Freund, ohne dass es phrasendreschend wirkt, ohne dass es platt wirkt und so. Es hat halt was ganz Berührendes. Und für diese Kids, dann geht's einfach weiter. Ha? Und jetzt kommt Rin! Yeah! Das war auch die erste Veranstaltung, wo ich das erste Mal so schreien, also fast noch Kinderstimmen wahrgenommen habe, so wie früher bei Top of the Pops. Ja, so Beatles. Abgefahren, aber hey. Gab es bei den Beatles schon Top of the Pops? Nein, aber diese Beatlemania war ja damals dieses Kids. Die kreischende Kids. Ja, Stolpersteine könnte ja dann ein ähnlicher Song sein. Ich hatte den Eindruck, irgendwie ist das alles für die Eins. So. Wie geht's dir mit so einem Publikum? Geht mir auch so. Ich singe den Song jetzt ja schon seit dem ersten Fest, also den ganzen Festivalsommer irgendwie. Und Stolpersteine oder Geran? Stolpersteine. Okay. Und ähnlich wie bei Geran, aber bei Stolpersteine noch mehr. Wenn der Song anfängt, hast du wie so eine kleine Rave, so ein Rave-Sound. Genau, ja. Und was geschieht? So, die Leute fangen an zu klatschen. Der Moshpit geht auf sowas. Und so die ersten Male stand ich immer da. So, und ich tanze zu dem Song auch nicht. Weißt du, was willst du da machen? Ich mein, hey Kinder, so, nein, genau, ich nehme die Hände und versuche so ein bisschen die Crowd runter zu smoothen. Aber es gelingt mir so bei 50% der Shows. Irgendwie manchmal gelingt es mir nicht und die feiern halt durch. So. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute nicht mehr gewohnt sind, erstmal überhaupt Songs zu hören, die sie noch nicht kennen, so dass man Songs introduced auf dem Festival vor, was weiß ich, 10.000 Leuten mitunter. Und dass eben halt traurige Musik auch läuft, eben halt so thematisch mal anders geartet. Ja, da würde ich auch noch drauf zu sprechen kommen, weil ich habe den Splash-Auftritt im Livestream gesehen. Boy. Wir waren nicht da dieses Jahr. Und war auch... Ich habe was anderes erwartet, natürlich, weil ich habe die Show davor gesehen, oder die Splash-Show auf der Strandbühne, genau. Und dachte, ja, das ist doch eine safe Nummer. So, jetzt hat er noch den noch größeren Slot bekommen und er wird einfach so die DIY-Smasher sich fürs Ende aufsparen und so. Und dann kam ja noch Standard zwischendurch raus und so weiter. Du hattest ja genug, sag ich mal, Munition, die du hättest abfeuern können. Und dann waren aber die letzten drei Songs, glaube ich, Skyline hast du auch noch gespielt, glaube ich, ja, oder? Ja. Aber sonst zwei Songs, die noch gar nicht draußen waren zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe vier und Songs gespielt. Und noch nicht draußen. Oder so, weißt du, was ich meine? Und ich dachte die ganze Zeit so, okay, krass, voll der mutige Move, so sich sowas, auch dieses Bühnenbild auf dieser riesigen Bühne. Also ich habe dieses Jahr auch eine Hauptbühne gespielt und war so, ich habe mich so deplatziert gefühlt, weil diese Bühne so groß ist und ich so allein da rumstand. War so, okay, sollte hier vielleicht nicht gerade irgendwie eine Band mit so 50 Bläsern stehen oder so? Wäre das nicht vielleicht... obliegt diese Bühne nicht gerade wem anders eigentlich. Aber du hast es auch sehr minimal gehalten, hattest ein bisschen Rauch da, dann auch noch dieses Live-Übertragungsbild war komplett in Schwarz-Weiß, es war komplett runtergebrochen aufs Wesentliche und man hat nur dich gesehen, wie du in der Mitte performst. So, hast du dir irgendwie mal zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, oh, das... was, zu wenig? Was, wenn die Leute nicht wenn die Leute nicht drauf anspringen, wenn die Leute was anderes erwarten oder so? Mhm. Ja, keine Ahnung, so, ne? Es ist halt eine Weiterentwicklung, so. Du kannst jetzt halt versuchen, den Leuten immer gerecht zu bleiben irgendwie und dich zu wiederholen, aber das war halt noch nie der Anspruch, einfach so. Irgendwann festgestellt, dass es geil ist, allein auf der Bühne zu sein mit diesen Visuals, dass es alles noch viel
monumentaler wirkt irgendwie. Und auch die Lichtshow ist neu, alles ein bisschen vergrößert irgendwie. Und ja, keine Ahnung so. Ne? Ist halt eine Challenge auf jeden Fall. Aber ziehen durch und ja, nächsten Festivalsommer kann es schon wieder anders aussehen und auf Tour. Ich meine, da spiel ich auch die ganzen Kracher und so weiter, yeah, und so fort. Aber ich meine, nächsten Sommer kennen die das ja auch, aber es ist ja nochmal was anderes, so ruhige, genau, Songs zu spielen, mehr, die dann auch noch keiner kennt, mehr, weißt du? Ja, vor allem in dieser ja, mittlerweile sind ja nicht nur die Heads auf den Festivals, wobei das wahrscheinlich noch nie so war, mhm, aber du hast ja mittlerweile einfach Leute, die, wie du sagst, die einfach drauf warten, okay, wann kommt die erste Kick, Moshpit muss sitzen, ja, und so. Ja. Und dann sowas als letzte Songs auch noch sich aufzuheben, ist schon, also ich war so da und war so, oh Gott, was macht der, ey, geht das jetzt gut? Oh Gott, was passiert jetzt gleich? So. Ja. Besprichst du dich da mit irgendjemandem? Ja. Klar. Wer ist dein Team? Wunzervision, also Kitschkrieg. Mhm. Genau, also Fidschi Chris und Fissel und Ahudat, unsere Videofrau, Visuelle, macht die, mhm, Visuals. Mhm, genau. Klar, das ist schon alles durchgetimt inzwischen. Jetzt bist du ja aus der Nähe von Chemnitz, hast Splash natürlich auch von Anfang an irgendwie mitgekriegt. Gab es irgendwie Momente, wo du dir gedacht hast, das wird nichts mehr mit so einer Splash-Hauptbühne? Ja, klar. Die war nie für mich gedacht. So. Also, wie gesagt, ich wollte nie ans Mic. Ich wollte nicht ans Mic. Wie kam es dann? Mich dazu gezogen. Nein. Wie kam es dann trotzdem? Naja, eben durch diese Comedy-Nummer damals, diese Spaßgeburt, Ronny Trettmann. So, und dann war das der beste Job, den ich je hatte. Irgendwie, was willst du machen? So, genau, und das hatte sich dann halt schnell erschöpft und dann wollte ich halt zeigen, was ich alles kann. So, ne? Genau, und das war so das Grundmoment. Also du beschreibst ja ganz oft in den jetzigen Songs irgendwie so, dass du nicht dir erklären kannst, wie das jetzt plötzlich zu dem Mega-Erfolg wurde und dass du auch nicht dran geglaubt hast. Interpretiere ich das richtig? Ja, nicht dran geglaubt. So, als ich dann festgestellt habe, was geht alles, also gerade jetzt auch seit 2016 mit Kitschkrieg, ist es schon vorstellbar. Ne? Also nach DIY auf jeden Fall. So. Ja, ja, gut, aber bis dahin die Karriere so ein bisschen holprig. Gab es eigentlich einen Plan B? Nee, nie. Keine Ausbildung zum Bankkaufmann im... Kein Studium, Noten. Nichts. Noten. Immer gut. Nee, aber ich war ja eigentlich gut mit Partyveranstalten und Auflegen und so. Das lief ja zu dem Zeitpunkt, da hatte ja Dancehall auch nur so einen Peak. Irgendwie, das war ganz okay und für mich stand Happiness schon immer über allem, so, ne, also scheiß auf die Jobs, die mich traurig machen, so, dann lieber arm sein und sich nicht dafür schämen, so, irgendwie. Ich will nochmal kurz auf DIY umlenken, weil wir gleich einen Song spielen, den ich sehr liebe von diesem Album, und zwar ist es Billie Holiday. Du hast in einem Interview mal gesagt, ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube, Backspin hatte so einen längeren Beitrag, wo dich begleitet haben beim Konzert in Hamburg. Und da hast du gesagt, dass du eigentlich bei dem so kurz vor Deadline, so kurz vor Beendigung des Projektes, das Gefühl hattest, eigentlich bin ich mit dem Vorhaben, was ich bei diesem Album hatte, gescheitert. Aber dann kam der Song und das Gefühl, okay, so, jetzt hat das schon wieder ein anderes Gesamtbild. Und ja, kannst du diesen Moment beschreiben, als du, wann du den Song geschrieben hast? Ja, war auch in so einer Sadness-Phase, ne? Irgendwie Traurigkeit, missverstanden werden, so, und auch, mal ganz ehrlich, so dieses sein Zuhause verlieren, irgendwie, gerade dort, wo ich herkomme, irgendwie, es geht mir halt heute immer noch so gut. Ich bin jetzt Vater geworden und das macht viel, aber ich habe mein Zuhause verloren, suche nach einem neuen Zuhause. Gerade jetzt so mit dem Blick auf die Landtagswahlen am Sonntag. Ja, das ist nicht mehr mein Zuhause oder ich fühle mich da nicht mehr zu Hause irgendwie. Und das hatte sich damals schon irgendwie so in mir manifestiert. Genau, und das war so der Vibe damals irgendwie. Und daraus ist aber dieser Song entstanden und da kann man sich auch im Nachhinein über schlechte Vibes manchmal freuen. Also ich denke mir immer, wenn ich diesen Song höre, ach man,
möchte irgendwie weinen, aber irgendwie ist es auch super schön. Du bist auch jemand, der aus traurigen Songs schöpft, aus Balladen. Ja, ey, geht mir so. Ich habe mal gelesen irgendwie im Magazin, so jeder fünfte Mensch kann das. Jeder fünfte kann. Geil, Inselbegabung, ich wusste gar nicht. Scheiße, wo ziehen wir? Billie Holiday von Dritte Mal. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Wir sind in der zweiten Stunde wahrscheinlich schon längst drüber, oder? Genau, in der zweiten Stunde. Wir sind nur eine Minute drüber und das ist alles super. Und jetzt mit Tretti zu Gast. Genau, auf Flux und Boom FM und in der App und auf YouTube und auf Spotify und überall. Ja, Stichwort Traurigkeit. Da würde ich wirklich einhaken. Es ist sehr schwer, auch zwischen euch da so reinzukommen. Sorry nochmal. So, wenn sich Künstler so untereinander unterhalten. Weißt du, wenn sich so zwei, die aus traurigen Songs Kraft schöpfen, ja, so connecten. Das sind halt die anderen drei so ein bisschen. Das sind die anderen vier halt einfach so außen vor. Ja. Ist so. Aber Stichwort Traurigkeit. Die Melancholie zieht sich ehrlich gesagt auch ein bisschen durchs neue Album durch. Hast du schon bekommen? Ist. Du auch. Nein, wirklich? Doch, du hast es zugeschickt bekommen. Wirklich? Yes. Geil. Dann freue ich mich nach der Sendung. Okay, erzähl. Viel passiert in deinem Leben? Viel passiert? Nein, meinst du, also, an traurigen Dingen, oder was? Es hört sich tatsächlich, also sagen wir es mal so, soll ich dir sagen, wie es sich anhört? Ja, bitte. Ja? Geburt deiner Tochter, strahlendes Erlebnis, toller Song, auch schöner emotionaler Song darüber. Trennung, es gab eine Trennung und es gibt die Phase, trink ein bisschen zu viel, bin ein bisschen zu viel unterwegs, finde dabei ein paar Stolpersteine, mache einen schönen Song darüber, aber ansonsten rave ich auch zu viel, lernen da schon auch neue Leute kennen, aber da ist noch eine Wunde, da ist noch was. Hm. Interpretiere ich das richtig? Ja, voll. Ja? Nein. Hör auf, Dicker. Weiß nicht, ne? Ich finde, ganz ehrlich, so, also es sind erstmal, ich bin happy in love, ist alles gut, macht euch keine Sorgen. Okay. Oh, ich habe das wollte ich. Das wollte ich doch wissen. Das ist doch auch der Grund, warum Mauli schon gar nicht mehr mit dir sprechen wollte. Weil stimmt, wegen dem einen Podcast. Es gab einen Podcast, da warst du so, also verliebt sein oder ja, so länger. Das hat sie nicht verstanden. Sag doch, du das hast nicht. Es auch nicht Sag verstanden. Das doch nicht. Aber da reden wir später nochmal drüber. Bitte. Genau, es sind Love-Songs, so, ne? Und die Musik gibt das so ein bisschen vor. Es ist halt R&B, so ist es Soul. Und was soll ich da machen? So, ne? Entweder ich mache diese Art von Musik oder ich mache sie nicht, weil du kannst darauf keinen Repräsenter schreiben oder was weiß ich. Es ist halt auch die traurige Tonart. So, was machst du darauf? Nein, es gibt ja aber glückliche Liebe. Es gibt ja schöne Liebe. Ja, die besinge ich ja auch. Besinge ich auch. Guck mal, wenn ich zwischen den Zeilen liest. Markus Steiger, Journalist. Guck mal, du hast keine Antenne da für diese... Wach ist zum Beispiel ein Song, das ist Happy, ne? Ist halt der Booty Call, ist auch mal runtergebrochen irgendwie. Was haben wir denn noch? Ey, Leute, wie gesagt... Naja, aber jetzt mir fallen die Titel natürlich nicht ein. Die eine mit dem Retro-Shirt. Ja. Das ist so halb irgendwie so. Nee, das ist auch so quasi eine Prise Liebe, die wir brauchen. Mehr ist nicht. So kein genau, Ring eine Prise Liebe, aber irgendwie... Kennst du das nicht? Aber so 100%... Kennst du es nicht? Wenn du es nicht kennst, dann sprich nicht drüber. Nein, Schatz. Leute, so keine Ahnung. Ich kann auch quasi zehren von den Momenten. Ich erinnere mich noch gut daran. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das reanimieren und es passt dann so einfach. Ich könnte ein ganzes Album machen, nur mit Love-Songs. Kennenlernen, Trennung, wir lernen uns wieder kennen, ich gehe fremd. So, weißt du, so geht. Ist alles möglich. Besten Alben sind so. Also meine Lieblingsalben. Ich weiß auch nicht, was du so hörst. Also es ist gar keine Inhaltsangabe des letzten Jahres. Ich finde völlig perplex. Völlig perplex. Nein, ist ja das, was ich daraus ziehe. Ja, ich habe halt sehr gerne traurige Songs. Weißt du, ich schöpfe da viel Kraft draus. Ich schieß dir in den Fuß, Steiger. Hör auf! Ey, Steiger, ehe wir den rausschmeißen, wollen wir Glover spielen? Ich würde wahnsinnig gerne Glover spielen. Das ist ein Song von Ronny Trettmann aus einem früheren Leben. Wenn mir du dauernd damit bist. Mir hat der Song immer gut gefallen. Sag Bescheid, ich lösche den raus. Wie, das Label schüttelt jetzt letztendlich den Kopf. Der Label-Boss sitzt hier. Spiel Klober. Viel Spaß damit, liebe Hörer.
Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Wollte ich immer mal wieder, wollte ich immer gerne mit dir mal. Das ist Barney Millers Lieblingssong von mir. Wirklich? Ich feiere den ja immer noch. Wer ist Barney Miller? Kennt ihr den beide? Ja. Du musst ihn kennen. Ich muss als Berliner muss man Barney Miller kennen. Der hat ja auch so, der hat auf jeden Fall auch so eine Radiosendung halt auch gemacht. Ja, und er hat Radiosendungen gemacht. Genau. In Berlin. Ich kenne Nico Bielefeld. Ist auch egal. Da war ich jung, wisst ihr? Da war's, das ist oldschool. Anderer Song, gerade viel in der Debatte, der Song mit Jesus, den du da aufgenommen hast. Du bist viel kritisiert worden dafür, ist wahrscheinlich auch immer wieder Gesprächsthema. Kannst du verstehen, dass die Leute... Ja. So quasi Vorbehalte haben oder sauer sind deswegen? Natürlich, oder dass es dafür Kritik gibt? Ja, klar. Das fühle ich voll und das tut auch weh, aber ja, ich kann die Entscheidung trotzdem backen. So, ne? Und es war nicht einfach für mich, so irgendwie eine Entscheidung zu fällen. So, wir haben halt zusammen eine Historie auch, Jesus und ich, und die Songs, die wir gemacht haben, finde ich als sehr reflektiert auch von ihm so. Ja, keine Ahnung, so. Ich verstehe die Leute so, weil sie das von mir natürlich nicht erwartet haben. Weil, ja, das Frauenbild, das ich habe, ist halt ein anderes. Und, ja, kann ich voll nachvollziehen. Jetzt bist du ja nicht nur der einzige über 40-Jährige, dem 15-Jährigen zuhören, sondern ich habe auch den Eindruck, du bist ja auch in dieser gesamten Künstlerumfeld so ein Exot. Du vertrittst ganz andere Werte, du hast eine ganz andere Attitude, du kommst ganz anders rüber, du bist ja eher der Empfindsame, während die halt die ganze Zeit irgendwie so Burnout, wir klatschen Frauen auf den Arsch. Rüberkommen. Hast du den Eindruck, dass die dir auch zuhören, wenn du was sagst? Ja. Oder gibt es da die Möglichkeit? Ja, ich denke schon, weil die haben mich ja gepickt. Ist ja nicht so, dass ich dort irgendwie angefragt habe oder so, sondern die haben meinen Sound entdeckt und die Songs gepostet, haben mich mit auf Tour genommen und quasi ihre Zuhörerschaft auch für meine Botschaft geöffnet, so letztendlich. Und das war auch mit ein Grund quasi, zu sagen, man macht dieses Feature, eben wegen dieser Historie auf jeden Fall, die wir eben halt zusammen haben. Steiger, willst du mal deine Geschichte erzählen, weil ich finde, das ist die Brücke. Noch ganz kurz, häusliche Gewalt ist ein No-Go und ist verwerflich. Das sollte jeder wissen, wie ich dazu stehe. So. Ja, ich hatte mir im Vorfeld der Sendung halt eben auch gedacht, ich hatte einen Kumpel und eine Freundin, die ist relativ bekannte Schriftstellerin und dieser Kumpel ist irgendwann mal komplett durchgedreht, hat die an die Wand gedrückt, hat die gewürgt, hat den Kopf gegen die Wand geschlagen, hat ihr Haare ausgerissen und ich habe es nie geschafft, mit diesem Bekannten oder ehemaligen Freund ein Gespräch zu führen. Also so die Gelegenheit, oder dann ist man doch dann auch zu feige, an einem gewissen Punkt das dann anzusprechen. Bei euch gab es die Gelegenheit, darüber zu sprechen? Weil es war ja doch auch ein relativ großes Thema dann. Voll. Und auch der Grund, ich war eigentlich schon dagegen, so hatte das Feature abgeschrieben. Und habe ihn dann getroffen und wir haben uns ausgesprochen. Und erst das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das. So irgendwie, weil ich glaube halt an den Dialog bei der Sache und nicht daran, dass man ihn fallen lässt und ausgrenzt, sondern jeder macht Fehler, davor ist niemand gefeit. Und irgendwie hat er halt eine Chance verdient. So. Gibt es bei ihm einen Reflexionsprozess? Hast du den Eindruck? Ja. Weil das war ja das große Problem, dass es in seinem Umfeld so aussah, als gäbe es den nicht. Ja, dass Bones dann auch noch diese Instagram-Stories gepostet hat und sich da anscheinend auch noch, also oder das eben so aussah, als würde was man sich darüber lustig machen. Ne? Es bedurfte dieses Gesprächs irgendwie. Ja, genau. Und weiß nicht.
Die Zukunft wird es bringen, irgendwie, ob das ein Fehler war oder nicht. Und ich hoffe aber, dass wir es gemeinsam überkommen. So, und man ihn mitnehmen kann. Dahin, so. Hm. Wollen wir spielen? Ja. Damit die Leute wissen, wegen welchen zwei Wörtern diese ganzen Debatten jetzt über die Wochen im Raum stehen. Gut. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Zitate raten. Also bevor wir zum Zitatraten kommen, du wolltest noch was sagen, was dir wichtig ist zu diesem gesellschaftlichen Diskurs. Fast schlimmer noch quasi ist das Feature, habe ich dafür Kritik bekommen, dass ich mich nicht geäußert habe irgendwie dazu. Aber ich wusste halt, es gibt jetzt diese Phase, wo ich viele Interviews führen werde im Rahmen des Albums, der Album-Promo. Und mir war halt Instagram oder Twitter nicht genug, um diesen Diskurs irgendwie zu führen. Das ist halt nicht mein Style. Ich hoffe, dass ich das Bild halt hier eher ein bisschen gerade rücken kann, auch was das Feature anbelangt, in so einer Sendung wie bei euch. Gibt's eigentlich, ich meine, gerade Ragga oder Ragamuffin. Das sagt man in den 80er Jahren. Wir sprechen hier von Dancehall. Dancehall. Wo kommst du her, Mann? Wie alt bist du? Ich bin wirklich sehr, sehr alt. Und damals hieß es so Ragamuffin. Aber dann auch nur in England. Dann sage ich nach wie vor Ragamuffin. Bitte. Also Dancehall. Ich liebe dich dafür. Dancehall. Das nächste große Ding ist übrigens Ragamuffin. Das sage ich an dieser Stelle. Nee, aber bei Dancehall waren ja schon immer schwierige Inhalte. Hat sich da eigentlich in den letzten Jahren was getan? Also wenn man jetzt amerikanischen Rap sich anhört, der ist auf der einen Seite immer noch ignorant und die Leute rappen am liebsten über Geld und Knast und Drogen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine unglaubliche Reichhaltigkeit an unterschiedlichen Strömungen. Es kommen intellektuellere Inhalte rein, es gibt ganz viel reflektiertes Zeug und so ist das bei... Ja, es gibt vor allem super viele Female MCs, die dieses Vokabular entkräften, indem sie es selber benutzen und so ein bisschen an sich... Genau, gibt's solche Tendenzen im Dancehall auch oder ist das noch... Gibt es. Und trotz alledem ist es so ein Generationsding. Ne? Die ältere Generation ist halt irgendwie gezeichnet von all diesen, so Artists wie Bounty Killer und. Aber spielen die noch eine Rolle? Ja, so als Originator und so als Väter von Dancehall natürlich so. Ne? Aber Buju Banton zum Beispiel kommt jetzt aus dem Gefängnis raus und sagt halt, okay, er spielt Boom Bye Bye nicht mehr, so irgendwie, weil es tut ihm leid, so, ne? Wirklich? Ja. Das war ja ein großer Skandal eigentlich. Ey, all diese Leute, die quasi so einen Major-Deal hatten in Amerika, haben den verkackt, eben unter anderem mit homophoben Anti-Gay-Lyrics, so, ne? Irgendwie. Und ich war letztes Jahr 3-mal dort, immer so nach Tour. Und auch das erste Mal nach 11 Jahren, wie gesagt, es hatte sich für mich erschöpft. So. Ich war da, erster Abend, chill so mit den Leuten, höre die Musik und habe mich gefragt, wie konnte ich so lange nicht da sein irgendwie. Und es gibt dieser Generationskonflikt, eben diese über 40-Jährigen, sagen wir so, die ältere Generation, die sind halt gegen enge Hosen, gegen Tattoos. Mhm. So, ne? Ihr bleicht eure Haut und so weiter und so ist so... So fundamentale, weiß ich nicht, so ein bisschen rückwärtsgewandt. Ja, das Rasta-Ding ist nochmal ein anderes, so, ne, dieser spirituelle Aspekt, so, das ist auch sehr krass auf jeden Fall. Gibt's aber auch positive Strömungen, so, ne. Mhm. Aber was ich halt merke, ist, dass die Kids irgendwie an den Start kommen und halt viel offener sind, so, und das alles geht, so, und ich wünsche mir, dass die, dass sie übernehmen, so. Mhm. Wollen wir noch Zitate-Raten machen oder keinen Bock mehr? Sehr gerne. Sehr gerne, weil ich habe nämlich von Fabian Müller Zitate zugeschickt bekommen, die habe ich schon 3 Wochen liegen lassen. Darauf gab es die fast enttäuschte Nachfrage, was denn falsch Fabi, sei mit diesen, jetzt kommt dein Tag. Mit diesen Zitaten. Deshalb mache ich sie. Er hat eigentlich für 3 Lines in dem Spiel eingeschickt, aber es da es mehr eher, Zitate sind, machen wir hier Zitate-Raten. Wer weiß es, ob es erfunden ist oder echt? Wenn ich sage, ich sei so übel im Bett, ich schlaf sogar schlecht. Dennemann,
Nico Suave oder Döll? Ich sag Dendemann. Klingt irgendwie so. Ja, Hamburg auf jeden Fall. Ja gut, sind ja alle. Nico Suave und Döll. Ach nee, Döll ist Aschaffenburg oder nee, so. Nee, das ist so Hessen. Ja, das sag ich doch. Aschaffenburg Nico oder ist Dendemann. Nicht Hessen, oder? Ist das nicht Bayern? Doch, das ist die, nein, das ist die hessischste Stadt an Bayern. Genau, die hessischste Stadt Bayerns ist es. Das. Genau, ja. Ich glaube, nee, also jetzt wirklich, wenn Kinder das hören, die lernen das jetzt falsch. Das ist in Bayern. Weißt ja, genau, es ist in Bayern, aber die Leute sprechen hessisch. Der Ding kommt doch. Madness kommt doch daher, der Gude. Der Gude. Genau, und Olli Bagno kommt daher. Und das ist Bayern, aber die sprechen hessisch. Ja. Ja. Gut. Ja, gut. Haben wir es geklärt. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es Dendemeier war. Genau, es war Dendemeier. Ja. Kann sein, dass ich der Schönste bin, war niemals ein verwöhntes Kind. Wahrscheinlich habe ich nur mehr Styles, als Frauenherzen zu trösten sind. Die Auswahlmöglichkeiten sind geil. Bilo von Digger Dance. Hanseknaller von Hamburger Hill oder Illo 77. Auch bekannt als Illo die Scheiße. Illo the Shit. Ich glaub, soll ich eigentlich mitraten? Oder ja, bitte, bitte. Sorry, bitte. Habe ich gerade bevormundet. Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Ich frage mich nur gerade. Ja, klar, also, musst du mitraten. Du ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du redest. Ich habe auch keinen Plan. Ich würde es an Illo geben, einfach weil es der einzige ist, den ich kenne von dem. Ich würde es an Bilo geben, weil man das so schön als blau aussprechen kann. Ja gut, aber es war wirklich Illo 77. Ha. Richtig. Bei Scheinwerferlicht bin ich über Stacheldraht geflohen, wenn einen Hunde bedrohen, nur mit Farbe als Munition. Scopeman, STF, Italo Reno, der Clan oder Torch? Von Advanced Chemistry. Torch oder Scope? Nur mit Farbe als Munition. Ich sag Scope. Eine Trainwriter-Bar. Bestimmt ganz, ganz, ganz hart betonen. Bei Scheinwerferlicht bin ich über Stacheldraht geflohen. Ja, wenn dann Hunde bedrohen, nur mit Farbe als Munition. Ich sag der Zweite, ich weiß nicht, wer der Zweite war. Italo Reno von ja, der Clan. Ja, find ich geil, find ich geil. Hä? Aus Minden. Ey, den kenne ich, der war auf dem Savage-Beweis-Remix. Ja, natürlich. Farbe als Munition. Vielleicht war er das. Farbe als Munition. Nee, es war Torch. 10, 11, 12, du kriegst eins auf die 12, dass du denkst, du dich überrennt der Bulle von Tölz. Der Bulle von Tölz. Ali Boumaier, Curse oder Jesen von Nimm 2. 10, 11, 12, kriegst du ihn auf die 12. Wer war der Zweite? Curse. No 10, 11, 12, kriegst du auf die 12. Ich glaube Jesen, das wäre witzig. Es war Curse. Wieso scherzt man über Dicke, Dumme und Fremde? Wieso wurde so schnell rechts aus links nach der Wende? Hä? Wieso wurde so schnell rechts aus links nach der Wende? Okay. Ja, Flip von Texter, Manöver von Total Chaos oder Camp? Sind die nicht alle Österreicher? Alle aus Österreich. Redet doch nicht von der Wende, wenn ihr in Österreich... weiß ich nicht. Flip. Ich sag Flip von Texter. Das muss er gewesen sein. Es war Flip von Texter. Ey, du bist richtig gut. Wirklich gut. Ich kenne mich aus in Österreich. Das ist mein Ding. Das ist wirklich immer wieder faszinierend, wie du das rausfindest. Einfach nur aus Instinkt mittlerweile. Okay, guck mal. Einfach nur, wie ich so Fragen anders betone, wenn ich die richtige Lösung weiß, oder? Ja, Steiger. Und jetzt hören wir mal zu, weil jetzt, ich habe nämlich Zitate. Richtige Zitate. Die könnt ihr beide mitraten. Ne? Ich schließe Tretti nicht so aus. So. Also, es geht um das neue Bushido-Bild, ja? Der hat ja gepostet, dass CCN4 rauskommen wird im Dezember. Hast du es mitbekommen? Nein. Heute Morgen gepostet, CCN4-Cover ab jetzt vorbestellbar. Warst du nicht auf Instagram oder was ist los mit dir? Jetzt vorbestellbar, härteste Straßenrap-Album des Jahres. So, und da wurden drei Emoji-Kombinationen runtergepostet und sie sind von drei Personen des öffentlichen Lebens. Und ich lese jetzt die öffentlichen Personen vor und dann die Emoji-Kombination. Oder erst die Emoji-Kombination. Wir haben einmal 4 Totenkopf-Emojis. Dann einmal 5 Explosions-Emojis. Okay, jemand, der es gut findet. Und dann ein Bizeps-Emoji in Kombination mit einem Kronen-Emoji und einem Feuer-Emoji. Oi. Und diese Emoji-Kombinationen wurden gepostet von Massiv, Moneyboy und Kevin Volland von Bayer Leverkusen. Wer war wer? Okay, Moneyboy hat die Totenköpfe gepostet. Dann ja? Bleiben noch Massiv und Kevin Volland mit 5 Explosionen und wer einem Bizeps. Wer ist Kevin Volland? Ein Spieler, ein Nationalspieler. Von Bizeps, Krone, Ding, Massiv. Okay.
Und Kevin Vollert Explosion. Obwohl. Ich würde Tretti gerne mitraten, aber du hast einfach reibungslos aufgelöst gerade. Wie geil ist das? Ich halte mich raus, Leute. Ey, ich bin der Emoji Mann, der King. Nicht nur Emotionen Emoji lesen kann, sondern auch Emojis. So, ich krieg öfter Geschlechtskrankheiten, als andere sich erkälten. Money Boy, Weirder Flex, aber okay. MC Bomber im Song Loch ist Loch oder Klaus Kinski. Aua. Bomber sagen. Wie hieß das? Ich will einmal wenigstens recht haben. Ich krieg öfter Geschlechtskrankheiten, als andere sich erkälten. Ja, Klaus Kinski. Ich krieg öfter Geschlechtskrankheiten, als andere sich erkälten. Das war MC Bomber. Spaß, es war Klaus Kinski. Oh, shit, Mann. Ja, aber das habe ich, hab ich nur durch Kombination rausbekommen, weil woher soll Mauli eine MC Bomberlein kennen? Klaus Kinski. So. Warum sollte Mauli Klaus Kinski? Natürlich kenne ich den. Das ist der ja, aber von, warum solltest du den reinbringen? Ja, weil, ja, ist doch witzig. Ja. Weil es richtig ist. Vielleicht. Ja, genau. So. Auf alles. Deutsche Rap hat mehr Gossip als jede Blogger-YouTube-Beauty-Szene. Blogger-YouTube-Beauty-Szene, ganz genau. Shirin David hat Erfahrung mit beidem. Casey Rebell hat eine kratzige Stimme. Oder Raf Camora hat einen guten Reim auf Blogger-YouTube-Beauty-Szene. Oh. Deutscher Rap? Oh, auf alles. Deutscher Rap hat mehr Gossip als jede Blogger-YouTube-Beauty-Szene. Irgendein Guess? Raf. Ich sag Raf. Du sagst Raf? Shirin oder Casey oder Raf? Tretti, irgendeine Meinung? Shirin. Ist richtig. Oh, einmal. Oh, siehst du, und da die letzte Frage doppelt gezählt hat, hast du jetzt gewonnen. wir können jetzt Tierra Whack hören, aber wir können auch die Songs, die Musikwünsche von Tretti spielen eigentlich. Wie du willst, Steiger. Hängst du an den Tierra Whack Song? Komm, lass einfach nicht. Sehr gut. Quatschen wir nicht mehr so viel, spielen wir einfach ein bisschen mehr Musik. Clones von Tierra Whack. Auch ein Female MC, die wir hier seit Sendungen schon unterstützen. Wenn die irgendwann mal groß, also wir waren Teil davon. Wenn die auch in Deutschland mal groß ist. Ja. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Tierra Whack, hier zuerst gehört auf Dings und Bones und Spotify und yeah. Tretti, du bist viel beschäftigt, du musst zum nächsten Promotermin huschen. Ich hoffe, es ist Yo MTV Raps. Ja, aber in den 90ern wie, so, ich reiß zurück. Oder sowas. ja, aber war schön bei euch. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Schön, dass es geklappt hat. Ich hoffe, es war cool für dich. Nee, also wirklich. Jederzeit wirklich wieder, gerne auch außerhalb jeglicher Promophase. Ja, das ist immer ich spiele in Berlin im Dezember, wenn ihr Bock habt. Aber hallo. Link-Up, 18. Link-Up, dann link mal auch davor ab, dass du herkommst und wir das kurz mal erzählen. Weil das ist eine kleine Promophase, dann können wir über das Konzert kurz reden und dann über, du weißt doch, einen möglichen Scheiß. Deal. Das über neue Bushido-Album. Über die neuesten Trennungsgerüchte, über die neuesten Weltschmerz-Songs, über die neuen Traurigkeiten im Leben des Herrn Trettmann. Ey, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, aber sag nochmal was zum nächsten Song, Polo von ja. Hot Fras und Takeover. Genau, ist gerade Nummer 1 immer noch in Jamaica, das ist schon ein, zwei Monate draußen auf jeden Fall und rennt Itaron the Island. Ja, Mann, Polo ist angekommen. Okay, also das ist der aktuelle Sound, ja, der dort gepumpt wird. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank, ich danke, dass du da warst. Hey, bis dann. Dich auf, Alter. Yo. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns. Der Brief. Brief an uns. Ich habe dir leider keinen Antwortbrief geschrieben, weil ich einen wirklich sehr, sehr guten Brief zugeschickt bekommen habe. Der bringt nämlich so einige Themen auf den Punkt, unter anderem, was man von dieser ganzen Selbstoptimierungsgeschichte halten soll. Fatoni hat ja eigentlich auch einen sehr guten Song darüber gemacht, ja? So, geh deinen eigenen Weg, haben sie mir gesagt. Nee, hör nicht auf die anderen, haben die anderen mir gesagt. Hör nur auf dich selbst, haben die anderen mir gesagt, ja. Genau. So, liebe Steiger, lieber Mauli, eigentlich wollte ich eine zweiteilige Nachricht schreiben, die anfangs ernst und später lustig ist. Nun ist es aber eine sehr ernsthafte Nachricht geworden, die in Teilen versucht, lustig zu sein. So ist das. Der Brief von Yvonne von vor 2 Wochen hat mich zum Nachdenken gebracht.
Inwiefern hat Selbstreinigung etwas mit Musik oder dem Verzicht darauf zu tun? Ihre Frage stellt sich doch tatsächlich. Warum investiere ich Zeit und Geld, um mir anzuhören, wie jemand mich beleidigt? Zumal doch jeder Rapper, Motivationsboss, Mensch mit genügend Followern einem ständig erzählt, dass man die negativen Teile seines Lebens abtrennen soll. Esst kein Junkfood, chillt nicht mit den falschen Leuten, chillt nicht mit 31ern, hängt nicht in irgendwelchen Käffern rum, in denen es kein Gym gibt. Start Freezing. Warum also sollte man sich dann Musik anhören, die doch genauso negativ ist? Klar, einerseits natürlich, weil diese Leute mir auf eloquente und wortgewandte Art erzählen können, warum genau mein Leben so sackt und wie geil das ihre ist. Trotzdem vermittelt das ja unterm Strich keine fröhliche Botschaft für mich als Hörer. Und es geht mir dabei nicht um das hedonistische Braggadocio. Und wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Zeig mal, wie es geschrieben wird. Braggadocio. Braggadocio. Braggadocio vielleicht. Ja. Ich weiß es ist ja auch ständig die Rede davon, dass im Großen und Ganzen alles ziemlich schlecht ist. Dass man selber der einzige Ehrenmann in einem Sumpf aus missgünstigen Backstabbern ist. Dass man niemandem trauen kann, weil jeder Auge auf den Erfolg macht und man deshalb keine neuen Freunde hat und der Kreis klein bleibt. Und 8 Features auf dem Album. Beste. Ja, eigentlich ist doch wirklich geil. Also so da, wo Loyalität draufsteht, so in übermäßig großen Lettern, das ist wie bei Kelloggs-Packungen. Ja? Einfach die Hälfte ist halt nur noch drin. So. Ist das nicht Junkfood für die Ohren und den Verstand? Und dann zu argumentieren, dass die Musik trotzdem unterhaltsam ist, ist das exakt gleiche Muster, wie wenn man Junkfood damit rechtfertigt, dass es nun mal gut schmeckt. Aus irgendeinem Grund ist das eine völlig vertretbar, während das andere nur Unverständnis hervorruft. Ein Freund von mir hatte neulich eine Phase, in der er lauter Eurotrance aus den 80er Jahren gehört hat. Er meinte nachher, dass die positive Energie in den Songs ihm gefällt. Zwar sind die Texte völlig oberflächlich und einfallslos, aber es werden nur positive Vibes vermittelt. Der Hörer soll sich einfach wohlfühlen. In unserem westlichen Zynismus, danke Steiger für diesen Ausdruck, neigen wir dazu, solche Musik zu belächeln und hören uns lieber an, wie ein total woker Dude uns in einem ebenso einfallslosen Text erzählt, dass die Welt schlecht ist wegen Snitches und weil sein Brudi seinen Hack nicht bekommt, obwohl er auf Soundcloud schon ein Jahr am Hasseln ist. Der geneigte Hörer sieht das nicht nach den ersten 100 Songs zum gleichen Thema genauso und wünscht sich, er wäre ebenso woke und cool wie der Musiker aus dem Äther und plötzlich erscheinen ihm die eigenen Verhältnisse in völlig anderem Licht. Man stellt fest, dass man ja gar keine Rolex an beiden Handgelenken trägt, dass die eigene Wohnung nur ein Badezimmer hat und die Grills der Tochter gar keine Grills sind, sondern eine Zahnspange. Soweit so schlecht. Heilfasten ist so ein Modebegriff in der Ernährung. Hör so lange damit auf, etwas Bestimmtes zu konsumieren, bis du seine negativen Effekte nicht mehr spürst. Vielleicht sollte man das gleich mal mit Musik probieren. Auf wie viel Gangster-Rap muss ich verzichten, bis ich merke, dass es völlig in Ordnung ist, wenn ich kein Auto aus Gold fahre? Wie viele Kollega-Songs muss ich skippen, bis ich wieder unbefangen Zeitung lesen kann? Ein Selbstversuch wäre das durchaus wert. Oh Gott. Vielleicht stellt man dann fest, dass die Welt doch gar nicht so schlecht ist. In diesem Sinne, hört mehr PTK, der positivste Rapper der Welt. Ganz liebe Grüße aus Wien. Euer Henning. Hey, vielen herzlichen Dank. Großartig. Ja. Ich finde geil, dass man so lange einen Kollegen gehört hat, dass man sich bei jeder Schlagzeile dachte, ach guck mal, da wollen sie uns wieder an der Nase rumführen. Das ist auch gut. Ja. Finde ich ein großartiges Bild. Ja, wobei danke, man ja einfach Grüß nur lang genug Gegenstandpunkt gelesen haben muss, um das auch zu wissen. Ja. Ja, so, ja. Augen gut. aufmachen. Habe ich noch nie gelesen, deswegen kann ich dazu nichts weiter sagen als ja, Steiger. Aber jetzt machen wir schnell, wir rappen dann sowas und dann noch eine ganz schnelle Fragerunde an dich und an mich und dann geht's auch schon wieder raus ins Wochenende. Ey. 3 Lines sind im Spiel. 2 sind zu viel, nur einer ist real. Wer rappt denn sowas? Tja, das werde ich dich mal jetzt fragen. Das haben wir keinen Musiktitel dazwischen gehabt? Nee. Zwischen Brief und, ey, geil. Keine Zeit. Ist einfach nur eine Wortsendung jetzt ist mittlerweile geworden. Ja? Also pass auf. Okay. Ich habe ein Special zugeschickt bekommen von unserem Lieblingsverkehrsanwalt, Flo. Und er hat ein kleines Diktatoren-Special gemacht. Okay. Weil Rapper feiern Diktatoren anscheinend ab. So. Hier ist der Anfang. Mein Türkei-Trip war cool. Ich hing mit Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan. Wir redeten sehr viel und tranken Chai aus Thermoskannen. Schließen 257ers. Mein Syrien-Trip war cool. Ich hing mit Bashar al-Assad. Wir redeten sehr viel über Krieg und was er halt so macht. Felix Krull. Oder mein Korea-Trip war cool. Ich hing mit Kim Jong-un. Wir redeten sehr viel. Ching Chong Chung. Favorite.
Ich sag Schniesen. Schniesen? Schniesen? Schnasen? Chai aus Thermoskan mit Tayyip Erdogan. Yeah. Es war tatsächlich Favorite. Was ist eigentlich mit dem Typen los? Ja. Wirklich? Kim Jong-un, Ching Chong Chung? Nee. Das ist wirklich. Hey, ich habe ein kleines Special. Soll ich das am Stück machen? Und zwar habe ich ein kleines Assad-Special vorbereitet. Das heißt Bra, Bro, Brate. Oh, es klingt gut, aber wollen wir lieber schnell die Diktatoren durchziehen und dann machen dann wir das Bra. Dann mach die Diktatoren und dann machen wir das Bra, Bro, und nächste Woche, und nächste Woche dann Sharp Special noch mit Vars Vega oder Azad oder Haft. Auch gut. Und dann übernächste Woche mentale Krisen-Special. Vars Azad auf Leben 1 oder auf Leben 2. Diese Pisser schieben einen Hass auf mich, als wäre ich Hitler. Ich habe 4 Kinder, Ehefrau und ficke eure Mütter. Bushido. Diese Pisser schieben einen Hass auf mich, als wäre ich Mussolini. Ich trage nur Haifisch-Nikes und spuck auf deine Yeezys. Jizzes. Oder diese Pisser schieben Hass auf mich, als wäre ich Stalin. Die Rolli ist aus Gold, die Kette ist aus Platin. Kapital Bra. Ah, die ist aber, die ist wirklich geil. Die Stalin-Line. Aber ich glaube, die ist nicht wahr. Ich glaube, das ist die Hitler-Line von Bushido. Tatsächlich, ja. Habe ich null. Also, dieses 4 Kinder, Ehefrau und fick eure Mutter hatte ich noch irgendwie im Kopf. Aber dass er da Pisser als auf Hitler und so, das. Ja, aber die Stalin-Line ist gut. dann sei sie jetzt deine. Dein Ghostwriter steht wahrscheinlich, steht ihm nicht im Weg. Das war's? Ach so, stimmt. Wir machen jetzt nur meine. Hitler, Hitler, Hitler. So. Leg mich hin, stehe auf und lass es mir gut gehen, denn ich stehe für freie Meinung, so wie Wladimir Putin. Farid Bang. Leg mich hin, stehe auf und nehme dann ein Bad, denn ich stehe für Frauenrechte, so wie Ahmadinejad. Summer Jam. Oder leg mich hin, stehe auf und lass mir die Madame, lass mir von der Madame einen Kuss geben, denn ich stehe für Bombenstimmung, so wie Saddam Hussein. Es war die Ahmadinejad-Line. Wirklich? Kannst du die? Ich glaube, ja. Das war, ist richtig, ja. Summer Jam, Chris Brown, Fun Fart. Ja, nee, ist richtig. Das waren's. Das war's. Okay, also. Eure Phrasen sind Elend, ihr kläglichen Bratans. Deine Lines sind Abstand, meine direkt vom Satan. Deine Lines sind Abstand? Mhm. Okay. Eure Phrasen sind Elend, ihr kläglichen Bros. Wir haben jegliche. Wir haben jegliche Flows. Ihr Penis im Po. Wir haben jegliche Flows. Jegliche Flows, ihr Penis im Po. Eure Phrasen sind Elend, ihr kläglichen Bras. Wir haben tausende Bars und ihr Penis im Arsch. Oh fuck, Alter. Ich hoffe, welche war's? Bratan-Ding. Bratan. Bratan. Der Bratans, deine Lines sind Abstand, meine direkt wie vom Satan. Mhm. Nee, es waren die Bros und Pos. Nein, wir haben jegliche Flows. Ihr kläglichen Bros, wir haben jegliche Flows. Ihr Penis im Po. Ihr kläglichen Bros und wir haben jegliche Flows. Also sorry, kläglichen Bros und jegliche Flows ist komplett dazugereift. Das war nicht die Ursprungslein. Da war die Ursprungslein, ihr Penis im Po. Oh, geile Punchline. Da brauche ich jetzt noch 2 fette Reime drauf und dann geht's rund. Boah, das ist hart. Okay, dann, ach nee, du bist doch mal. Das Holz, aus dem wir sind, ist anders, Bro. Keine blieb jemals hier so lang. Keiner blieb jemals hier so lang untouchable wie B-O-Doppel-Z. Ist so. Oder okay. Ist so. Yeah, okay. Ja? Das Holz, aus dem wir sind, ist anders, Bratte. Ist so. Keiner bleibt jemals so lange hier stabil wie der Chapo in der Alpha-Jacke. Anders, ist Bratte so. In der Alpha-Jacke, ja, kann ich mir vorstellen. Das Holz, aus dem wir sind, ist anders, Bra. Keiner blieb jemals so lang hier auf dem Boden wie der Boss Nummer 1 Ghetto-Star. Oh, ich kann es mir irgendwie zu geil vorstellen, wie er die letzte rappt. Ich glaube, es war die letzte. Ja? Es war die mit der Alpha-Jacke. Ach, fuck, Mann. Das Holz, aus dem wir sind, ist anders. Fuck. Bratte. Ja, die macht auch, also, ja, klar. Komm aus dem Block, wo nachts die Penner in den Fahrstühlen schlafen ans Mike, Bratte. Tristesse, keine Hoffnung, keine Arbeit, keine Patte. Fuck. Komm aus dem Block, wo nachts die Penner in den Fahrstühlen schlafen ans Mike, Bra. Tristesse, die Straßen sind einsam. Mhm. Komm aus dem Block, wo nachts die Penner in den Fahrstühlen schlafen ans Mike, Bro. Tristesse, Dunkelheit, die mich einholt.
Oh, ich meine, hätte er, nee. Ich glaube, die zweite mit Bra, die Straßen sind einsam und die Penner schlafen im Fahrstuhl. Ja? Mhm. Die Penner schlafen ja jedes Mal im Fahrstuhl. Ja, du weißt schon. Okay, aber die Mike Bra, die Straßen sind einsam. Da hast recht. Ja, geil. Gibt's noch eine? Nein, das war's, oder? Das war's. Ey, großartig. Dann spielen wir jetzt noch schnell Trettys zweiten Musikwunsch, 21 von Her. Souliges Stück, nehme ich an. Hoffe ich das einfach mal. Ich kann nichts dazu sagen, das ist nicht mein Wunsch. Okay. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen? Steiger, du bist ja seit 100 Jahren im Game. 175 Jahre. Die älteste Schildkröte im Game. Schildkröten-Game. Hattest du, also du bist ja auch durchzogen von so Adern. Einem eher zynischen Blick auf die Szene. Hat man oft das Gefühl zumindest, dass du eher an Leuten dann, dass du durch dein ganzes Wissen, was du zu viel hast, dann immer siehst, ach guck mal, das ist ja doppelmoralisch und ach guck mal, Dino wieder. Und nicht gönnst. So, hat dich aber dieses auferzwungene Gönnen so ein bisschen, was wir uns auferlegt haben dieses Jahr, hat sich das ein bisschen verändert? Siehst du es ein bisschen lockerer seitdem? Ich denke ja gar nicht, dass das so wahnsinnig nicht gönnt ist. Ich gönne es den Leuten auf jeden Fall und allen gönne ich das damit, ihr Auskommen zu verdienen oder ihr Geld zu machen, ihr Hack zu bekommen. Alles besser als Spätis überfallen. Auf jeden Fall. Ich finde auch gar nicht, dass diese Ironie, diese feine Ironie, die wir da manchmal in unserer Sendung, ich nehme dich da jetzt in Sippenhaft, merkst du? Okay. Ich wehr mich nicht, merkst du? Dass das jetzt gar nicht so bösartig ist. Ich glaube, das sowieso nicht. Ich glaube, dass eigentlich die Leute merken müssen, wenn man sie ernst nimmt, dann macht man halt auch mal Witze darüber. Na, es ist ja auch eine gewisse Art von Respekt, dass man Witze über Leute macht, weil wenn die jetzt alle nur ganz unwichtige Sachen machen würden, würde man sich gar nicht... Können wir keine Witze machen, weil die würde keiner verstehen, genau. Weil die sind nicht relevant. So. Finde ich gut. Weißt du, was ich zum Beispiel finde? Jemand, der so seit 100 Jahren gehustet hat und der jetzt endlich in seiner Primetime angekommen ist und dem ich das von Herzen gönne, Summer Jam. Ja. Fand ich immer super lustig, hat für mich immer für mich voll rausgestochen, so gerade aus der Ruhrpott-Ecke. Hat sich von allen abgehoben in seinem Umfeld und ich fand den immer. Rheinland, ja. Rheinland. Ja, das stimmt. Das sind stimmt. Ja, das ist zu weit draußen. So, jedenfalls hat er einen Song rausgebracht, Primetime heißt der. Ich dachte, er ist okay, jetzt wird wieder nur geprahlt, aber er ist so reflektiert wie keiner von den Leuten, die gerade oben sind, glaube ich, auf dem Song und sagt, ja, meine Eltern werden älter, aber keiner hält diese Welt an. Ist trotzdem meine Primetime gerade, aber bleibt auch eine Menge auf der Strecke. Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Mauli, ich stelle dir jetzt die einfache rhetorische Frage. Was hältst du davon, wenn wir die Frage, die ich dir gerade stellen wollte, auf nächste Woche verschieben? Also die ist ein bisschen zu groß, nämlich hast du eine Utopie, die dich überzeugt? War die Frage. Machen wir nicht so, klären wir nicht so. Wollte ich gerne wirklich mit dir über Utopie sprechen. Einfach so frei aus dem Bauch raus. Weißt du, wenn man einfach so brainstormt, wie würdest du dir so eine Welt vorstellen? Oder vielleicht auch keine Welt, vielleicht nur Familie, Bundesland. Das ist wirklich ein großes Ding, um das jetzt irgendwie in 80 Sekunden abzuhandeln oder in 120 Sekunden abzuhandeln. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses, dass es ein Fehler ist, einem dieses, ich passe in meinem näheren Umfeld auf, dass da kein unnötig böses Blut herrscht. Und wenn das alle machen, dann das ist leicht gesagt, dann sind immer, ja, und na klar, ihr macht nur vor eurer Türe, euch interessiert nur euer Dings. Aber das haut die, also, verstehst du, was ich meine? Das steckt ja auch an. So, du siehst ja, wenn du der Einzige, siehst du ja bei mir so, der Einzige, der immer irgendwie auf alle gezeigt hat und ja, guck mal, der, das ist ja peinlich und guck mal, das. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist doch voll nervig, sich so selber schlechte Laune zu machen die ganze Zeit oder in allem irgendwas schlecht zu sehen, weil ja alle, so super viele Sachen eine Frage der Perspektive sind und einfach sein eigenes Bewusstsein so zu manipulieren, dass man
dass man das Gute an Sachen sieht, dass man auch an Leuten, die man im ersten Moment super peinlich findet, aber ein paar positive Eigenschaften zugesteht und sich sagt, ey, vielleicht wurde der mal verletzt oder vielleicht ist der mal und deswegen ist der so drauf. Und weißt du, so ein bisschen Verständnis mitzubringen oder einfach generell sich in andere Leute reinzudenken, das hilft. Empathie. Empathie. Ja. Ganz kurz muss ich noch loswerden, falls ihr in Sachsen oder Brandenburg seid. Oh, Wahlen, geht Wahlen. Vielleicht morgen Wahlen. Dann tatsächlich wählen, ist ein seltener Aufruf, den ihr ganz selten von mir zu hören bekommt, aber die Zeiten stehen auf Sturm. Und ein Grund für den Wahlerfolg unter Umständen von rechtslastigen Parteien wie der AfD liegt darin, dass so wenig Leute zur Wahl gehen. Wie zum Beispiel in Sachsen waren es letztes Mal nur 49%. Also falls ihr es hört, geht wählen. Und wählt das Richtige. Ich gucke da mal nach. Ich bin ja nächste Woche in Sachsen. Ich bin ja nächste Woche auf Tour. Wir sehen uns ja nächste Woche gar nicht. Ich bin ja auf großer Welttournee durch Deutschland. Und wir müssen dann irgendwo unterwegs skypen, Steiger. Tut mir jetzt schon leid für diesen... Ich hoffe, es gibt dort Internet. Für den Mangel an Körperkontakt nächste Woche. Aber da müssen wir durch. Wir hören uns nächste Woche oder wir sehen uns vielleicht sogar auf Tour persönlich, wenn ihr diese... Ne? Kann ja auch passieren. Kann ja alles sein. Wer mitkommt auf Tour ist auf jeden Fall Cass und der hat heute eine neue Single rausgebracht und die spielen wir jetzt, Liebe macht nicht reich. Einer der schönsten Slow Jams dieses Jahr. Slow Jams, ein Wort, was man auch seit 100 Jahren nicht mehr sagt wahrscheinlich. Zum Glück ist Tretti nicht mehr da, dass er uns berichtigt. Wir hören uns nächste Woche.